So, ABK. Wayu, ich glaube nicht, dass der es das extra macht, aber scheiß ein bisschen rein, egal, ich bin auch nicht besser. Ah, Willi will's wissen am Thumbnail. Ich bin sofort dabei. Willi Weitzel Ehrenmann, Willi Weitzel Army, let's go. Rein in die Olga. Leute, ich habe letztens so einen Typen entdeckt, der heißt Willi will's wissen. Oh, Bro, da hat aber jemand keine Kindheit gehabt. Was ist los mit dir? Ja, mein Willi will es auch sehr oft wissen. Aber Digga. heute geht es nicht um meinen Willi, heute geht es nämlich um diesen Willi. Was geht im Rollstuhl? Die Antwort: gar nichts. Etwas, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Ich kann gehen. Ich bin ein Fußgänger. Oh, Digga, ABK jetzt hier, glaube ich, ein bisschen zu spät mit seinem Roast. Wenn er sich jetzt darüber lustig macht, Willi sich ja damals auch schon bereits dazu geäußert. Manuelsen sich sogar beim Willi entschuldigt, ganz wild, plötzlich schießt Hip-Hop Deutschland gegen Willi Weitzel, Kindermoderator. Multimediale Welt, geisteskrank, meine Freunde. Ich sag's, wie es ist. Ganz, ganz seltsamer Film. Ganz, ganz seltsam. Komm mal her. Der ist ja mit dem Rollstuhl so flink. Bist du auch flink auf den Beinen oder? Der kommt zu dir angerannt und fragst ihn, bist du flink auf den Beinen? In Deutschland sitzen viele Menschen im Rollstuhl. Ja, aber in Deutschland sitzen auch ziemlich viele Menschen einfach so auf der Couch und bewegen sich gar nicht, als wären die behindert, weil die keinen Bock haben zu arbeiten. Bestes Beispiel: Kollegen von mir oder sogar ein paar aus der Familie. Britney ist seit 6 Wochen in der Klinik. Ein Schrank. Korrelation, Bro? Krank ist auf sie gestürzt. Dabei ist ihre Wirbelsäule gebrochen. Oh, Scheiße, Viel weniger Schmerzen. Ich habe am Anfang schreckliche Schmerzen gehabt. Ich kann auch Sachen mit den Armen bereits wieder machen. Ging das am Anfang nicht? Die ich so am. Die sagt, ich kann mit den Armen bereits wieder Sachen machen und er fragt, ging das am Anfang nicht? Ja, sagt sie, hat ihm auch gerade gesagt. Ja, der Bro, der fragt ja so nach, damit die Kinder checken, was abgeht, das macht er ja nicht, um sich über die lustig zu machen oder so oder zu drippen. Hey, hier, schau meinen Arm. Hey, wayo. Das hier. Du weißt, Digga, Willi. Wofür Schweine stehen, oder? Die stehen für Glück, ja. Genau. Nein, Schweine sind haram. Sind haram! Sag's ihm, Bruder. Willst du das nochmal einen Schrank auf die Welt oder was? Du hättest dir einen Plüschtruthahn schenken sollen oder so? Ganz allgemein bedeutet behindert zu sein, dass der Körper etwas nicht kann. Mein Körper kann voll viel nicht. Ich kann keinen Purzelbaum. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht, Bro, ne? Digga. Seht ihr? Wow. Ich hätte jetzt einfach hier reinfallen können. Und dann wäre der Willi hier reingekommen und hätte mich auch interviewt. Wo ist die Schockkarte? Ich brauch Schmerzensgeld, ich runterschau. Bruder, was macht das Bett gerade? Geschwister, gell? Ist das überhaupt ein richtig. Wo ist der? Ach, der ist Amsterdam gerade oder sowas, oder? Dings, Holland, ne? Sieht aus wie Jugendhaftanstalt. In einer Ergotherapie lernt Alex auch seine Arme und Hände wieder besser zu gebrauchen. Hilfsmittel ermöglichen ihm trotzdem zum Beispiel selbstständig zu essen und zu trinken. So langsam wird dein Schala wieder gesund und schon isst er Schweinefleisch. Hör auf mit dieser Schweinewurst. Digga. Extra ein Parkausweis für Rollstuhlfahrer, damit man spezielle Parkplätze benutzen kann. Heiko, du Bastard, siehst du, solche Leute parken da immer. Wenn ich mit Heiko manchmal einkaufen gehe, parkt der mir auf solchen Parkplätzen. Ich sag dem Junge, das ist für Behinderte. Und er sagt mir immer, ja Junge, du bist doch behindert. Guck mal, wie fett du bist, guck mal, wie du gehst. Wie eine Missgeburt. Mich, hallo. Oh, die Hand kann ich dir leider nicht geben. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Bin seit meinem Unfall vom Hals abwärts gelähmt. Ich kenne sogar einige Muslime, die auch nicht die Hände geben, obwohl die das können. Junge. Die sagen nämlich immer: Inni la usafirun nisa. Ich gebe Frauen nicht meine Hand. Du arbeitest in der Bank, das heißt, wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt: Hände hoch, Geld her, dann da geht nichts. Also das Szenario habe ich damals schon nicht verstanden, warum er jetzt gerade das anführt. Weiß ich jetzt nicht, ob das so realitätsnah ist, ne? Ihr wisst ja, Leute, in Deutschland kommt es ziemlich oft zu Banküberfällen. Und immer Leute, wichtig, Hände hoch, sofort, ganz klar. Nein. Ich hätte schon vor der Wolfgang hätte gesagt, ja, dann mach ich einfach meine Beine hoch. Und furz ihn an. Zum Beispiel einen Brief schreiben willst. Also ich kann die Maus bedienen hier über meinen Ball. Meine Kinnsteuerung sehe ich auf dem Bildschirm. Willi, was willst du noch wissen? Willi mit I, nicht mit Y. Korrigier Willi. I, Y.
Das ist gerade deine Bewerbung. Du siehst, dass der Arme das nur mit seinem Kinn macht, nur so. Dann sagst du noch, korrigier, dass er so macht, so, zack, zack. Digga. Ist das nicht nochmal das Genick bricht, oder was? Das heißt, er ist fast gehörlos. Ja. Er kann ganz schlecht gehen. Ja. Bruder, der fragt, ob der gehen kann und der Arme hat nicht mal die Füße. Junge, drehst du gerade eine neue Folge für South Park? Ihr seid jetzt eine Sonderschulklasse hier. Wir sind eine Sonderschulklasse. Junge. Merkt ihr, wie ich mich mit Sonderschülern verstehe? Ich bin selber ein Sondi, deswegen. Ein Sondi, Digga. Kann ich mal kurz aufs Klo? Ich zeig's dir. Der alte Trick. Nee, ich sag's. Ey, ich find das schon. Ja, seht ihr, die sind gar nicht behindert. Die wissen nämlich ganz genau, wie man sich vom Unterricht drückt, ohne ihnen gleich zu schmecken. So ein Ding, so dumm können die nicht sein, ne? Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja, dass ich immer schneller renne, halt schneller sag und dann nicht darauf... Bevor du denkst, redest du schon. Ja. Same. Und das Problem hast nicht nur du, Bruder. Weißt ja wenigstens, dass es vielleicht ein Problem von dir ist. Aber glaub es mir, so viele Leute, auch außerhalb von YouTube, reden schneller als die denken. Aber auch viele auf YouTube. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 1394. Stimmt. 80 Milliarden. 80 Milliarden. Das hast du gemacht? Ja. Aus der Wolle? Ja. Ein Faden? Ja. So eine Jacke? Ja, gekriegt. Junge, ich hätte gerne so ein Merch, Schafswolle-Merch. Es ist einfach nur... In meinen Augen ekelhaft. Behinderung heißt ja, irgendwo bist du behindert. Also irgendwas kannst du nicht ganz normal machen. Rührt daher, weil ich ohne Schilddrüse geboren bin. Aber mir gefällt es so, wie ich bin. Und das ist es, Leute. Wenn die Menschen ihr Leben nur selbst beurteilen, ohne dass noch irgendwelche von außen mit dem Finger drauf zeigen, ja, Mann. Dann sind sie meistens glücklich so, wie sie sind und mit dem, was sie haben. Man kann sagen über ABK, was man will. Immer noch ein absoluter Ehrenbruder, Digga. Wirklich. Hand aufs Herz, immer eine gute Message in jedem Video, wirklich. Aber sobald man anfängt, das merke ich auch immer wieder bei mir, sich im Vergleich zu anderen zu setzen, dann fällt dir immer irgendwas ein, was dir fehlt oder was dafür sorgt, dass du dich schlecht fühlst. Deswegen versucht immer das zu schätzen, was ihr habt. Und wenn ihr etwas nicht habt, dann habt ihr vielleicht dafür etwas anderes, müsst das nur erkennen. Aber letzten Endes, wenn ihr weniger Bedürfnisse habt, dann seid ihr auch viel freier und viel schneller glücklich. Was geht? Kuss, ABK. Kann man nicht anders sagen.